Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge unserer Folge 21 hier von Minecraft. Mit dem Mistkäfer Staffel 5, Folge 21. Und ja, hier sind wir wieder an unserem wunderschönen Bauernhof. Wir sind ja nicht an einem Bauernhof, unserer technischen Fabrikanstalt. Hier drüben, das wächst noch alles zu. Das heißt, ich war nicht auf dem Spielstand während der Pause. In der Pause, na gut, das sind jetzt ja ein paar Tage vergangen. Ist ja auch real. Wie gesagt, so schaut's aus. Heute gehen wir sehr interessante Dinge an. Wir können auch mal wieder hier diese wunderschöne Disk einlegen. Letzte Folge haben wir ja, wie gesagt, das Vision Sigil gekämpft. Und daraus können wir ja Unstable Ingot herstellen. Oder das. Dieses Unstable Ingot. Geht recht schnell kaputt. 10 Sekunden haben wir Zeit. Dann explodiert es. Wir können einen Block machen. Wir können natürlich das Portal zum Deep Dark. Dann natürlich Waffen. Dann natürlich Steine. Glas. Was auch sehr interessant ist. Da können wir, glaube ich, Monster nicht durch. Wir brauchen halt dieses Dark dann. Keine Ahnung. Sollen wir ein bisschen schauen. Und natürlich ein Angel Ring. Den wir diese Folge mit angehen werden. Und was brauchen wir noch? Inselring? Dann haben wir hier noch eine Sonarnubel. Was kann man damit machen? Ja, keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall Speed. Können wir uns ja auch mal anschauen. Das ist auch noch ganz wichtig, den Wilderband. Pures Schatz. So, dann haben wir natürlich noch Werkzeug. Das geht natürlich alles nie kaputt. Da sind wir hier auch. Das ganze Zeug ist ein. Ja. So schaut es auf jeden Fall aus und dann wollen wir mal rangehen ans Unstable Ingot. Brauchen wir irgendwas Leichtes. Was Leichtes bei euch? Moment mal, Bilderwand? Bilderwand. Bilderwand geht mal. Seht ihr nicht hier? 10 Sekunden habt ihr Zeit. Mit Bilderwand werden wir das mal kurz demonstrieren. Wie gesagt, alle nützlichen Tools gehen dabei nicht. Jetzt Shift-Rechtsklick reinlegen oder andere Dinge. Sprich, ihr seid wirklich während dieser Zeit auf euch angewiesen. Auf euch, dass ihr es nicht versaut, dass ihr es könnt. Eisen und Diamant. Und wie gesagt, es ist nicht simpel. Wir können mal kurz einen Bilderstab machen, dann könnt ihr das mal kurz sehen. Normalen Crafting-Table brauchen wir. Das darf, glaube ich, überhaupt keine Verbesserung sein, sondern muss alles basic sein. So wie ich das immer mitgekriegt habe, sonst explodiert die ganze Kacke, wie gesagt. Wir gehen mal raus, im Falle eines Falles, wir haben gerade doch irgendwas falsch gemacht. Falsch gemacht und verrichtet. So. Jetzt seht ihr, dass das langsam rosa wird und wenn das komplett rot ist, explodiert die ganze Kacke. Und man stirbt zufälligerweise noch. Ja, was macht ein Bilderwand? Vielleicht mal kurz so als Erklärung. Ihr seht jetzt hier, ich habe Erde im Inventar und diese Erde kann ich jetzt hier, also er nimmt das aus meinem Inventar, wie ihr gerade schon seht. Da halt, wo die weißen Blöcke sind, kann ich das rantatschen und kann somit viel effizienter hier zum Beispiel bauen. Also er schaut halt immer, wo gleiche Blöcke sind. Versteht ihr? Jetzt gibt da halt Gras, weil ich auch Gras im Inventar habe. Aber cheaten könnt ihr damit natürlich nicht. Ganz normalen Bilderband. Der Unterschied vom normalen Bilderband zum Super Bilderband, den wir nicht craften können übrigens. Weiß gar nicht, ob es dafür eine Qualifikation gibt. Ihr habt auf jeden Fall kein Crafting-Rezept. Der Hauptunterschied ist, wie gesagt, der Super Bilderband ist unbegrenzt. Das heißt, er hat eine unendliche Reichweite. Der hat ja quasi eine gewisse Reichweite. Ich kann ja nicht alles machen. Sondern es gibt halt eine Reichweite, die aufhört. Hier seht ihr schon, ich kann nicht alles machen. 9 Blöcke. Und der Super, der kann halt mehr. So ganz simpel. Jo. Jo, Jolo. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist jetzt natürlich Betrochium Watering Can. Weiß ich gar nicht. Betrochium Watering Can ist ja wieder so eine Sache. Minecraft.
Petrocchio im Watering Can ist halt enorm geil. Weil sie wässert halt noch schneller als die normale und kann benutzt werden. Aber wir brauchen ein Sulfragment und Petrocchio-Ingot brauchen wir. Ja, ihr seht es hier schon, vielleicht Seelenkraft-Ding. Ist was sehr interessant. Wir brauchen halt dieses Etheric Sword. Und er zieht uns ein Herz ab. Und dieses Herz ist immer weg. Mit Herzcontainern kommen wir dann auch nicht mehr auf die volle Herzzahl. Also es besteckt wirklich komplett den User. Es zieht ein Herz ab. Das muss man dran denken. Es wird also immer ein Herz fehlen. Und ja. Das werden wir trotzdem an. Nur, wie gesagt, dieses Betrockenen-Ingot. Ihr seht es schon. Das ist eins. Und dafür brauchen wir Quadrappel. Für ein Quadrappel brauchen wir den neuen Triple. Und dann neu. Für ein Triple brauchen wir einen neuen Double. Und für ein Double brauchen wir einen neuen Kompress. Und für ein Kompress-Cobblestone brauchen wir einen neuen Cobblestone. Das ist ein bisschen was. Dazu brauche ich nochmal Autocrafting. Nur, dass wir jetzt doch noch irgendwas machen. Nicht Betrockenen-Watering kennen, sondern eben Angel Ring. Ich habe ja mein Lieblings Angel Ring und das ist, also, ihr seht vielleicht, es gibt hier mehrere Angel Rings. Ihr seht euch, warum gibt es denn da jetzt mehrere? Ganz simpel. Der hat gar keine Flügel hinten dran. Der hat Federflügel, Fairyflügel, Dreckensflügel und Goldenwings. Ich nehme immer gerne die Drachenflügel und dazu brauchen wir auch das wieder. So, dazu brauchen wir jetzt, ist ein recht komplexes Rezept und da gehe ich dann wirklich immer auf Nummer sicher. Und nehme die kostenpflichtige Variante. Davon brauchen wir 18 Stück, wie gesagt. Ist wirklich eine sehr kostenpflichtige Variante. Immerhin ist es ja nicht nur das. Das geht ja auch immer weiter kaputt. 18 Stück. Und aus 18 Stück hier haben wir dann zwei Unstable Ingot, die aber stable sind. Sprich, die explodieren nie. So, und da haben wir jetzt dann auch schon unseren Nita Star wieder verkräftet. Scheiß die Wand an. Ist aber kein Problem. Kann ich das euch gerade mal auf meinen Flügel zeigen? Also, ihr seht, hier habe ich jetzt ganz normal im Inventar. Schau mal, jetzt schwebe ich in der Luft. Würde ich den jetzt zum Beispiel hier hinschmeißen? Seht ihr, plumpt sich runter. Ja, das macht der Angel. Und den könnt ihr natürlich auch noch, weil ihr seht, der muss im Inventar sein. Ja, war im Inventar, fliegt er auch wieder runter. Aua. Könnt ihr natürlich auch noch ins Bubble-Inventar legen. Da verschwindet der, glaube ich, auch nicht, wenn ich störe. Kommt immer drauf an. Nur, ihr seht, ich habe jetzt gar keine Flügel dran. Jetzt habe ich gerade eben schon Fuck gesagt. Ist aber gar nicht so. Ihr könnt immer wieder eure Flügel umkraften. Dazu müsst ihr keinen neuen Angel Ring kraften. Ihr habt jetzt hier Dragon Wings zum Beispiel. Und dann seht ihr hier ganz einfaches Rezept: normalen Flügel mit Leder. Wir haben kein Leder. Was ist denn das? Ja, wir haben Leder. Moment, wir haben Leder. Impleder haben wir doch nicht mehr. Gut. Müssen wir halt kurz Leder holen. Gibt's hier hinten. Badabum. Warum dauert das immer so lange, bis die Biome laden? Eine Kuh tropft ein Leder und du tropfst noch eins und du noch eins dazu und du noch eins mehr. Leder sind Kühe doch Kadar, denn sie sind Nutztiere wie du. Ja, lederne Lederkühe tropfen Leder jetzt im Nu. Ja, seht ihr, was die Welt so doch noch gut ist? Weiß gar nicht, unsere Enderquarries werden wir dann ja auch hier aufbauen, weil die Riesenlöcher möchte ich dann nicht in der Hauptwelt haben und die Welt kann ich auch recht simpel resetten. Oder würden das halt mit Worldedit machen. Ist halt fraglich. Aua. So, denkt ihr, ich habe auf der anderen Seite, der Seite des Portals, aufgegessen? Na? Das ist jetzt die große Frage und ich weiß nicht, ob ihr mich eigentlich hört, während wir hier in diesem Teleportationsmodus sind und das dauert immer so lange. Das regt mir eher nicht auf.
dauert immer so lange, bis der Client die neue Bereitstellung hat und etc. So, wir haben jetzt hier Leder. Können wir jetzt hier die zwei Leder nehmen? Angelring. Und jetzt haben wir hier den Dragon Wings Dinger. So, jetzt kann ich jetzt hier, man sieht es schon jetzt da. Oder da. Noch deutlicher, ich tue den ab. Jetzt sind sie weg. Und dann kann ich den halt jetzt hier hin tun. Und dann habe ich halt jetzt hier Drachenflüge. Ja. Und damit kann man quasi wie im Kreativmodus fliegen. Ich brauche jetzt nicht mehr mein Jetpack. Ich kann immer fliegen. Yeah. Und ich kann auch auf eine Stelle stellen. Ist immer recht praktisch, dass das jetzt möglich ist. So. Irgendwann werden wir dann natürlich noch Quantumrüstung haben. Aber das dauert, wie gesagt. So, hier hinten geht's auch nicht weiter. Trotzdem, das Computerkraftprogramm gibt es ja für euch schon zum Download. Ja. Das wird zwar, also, wie gesagt, ihr kriegt immer die aktuelle Version. Also, wie gesagt, das Ganze tue ich über Dropbox immer ändern. Also, das Programm liegt bei mir im Dropbox-Ordner und ich tue das immer updaten. Und das Programm kriegt auch eine Auto-Update-Funktion. Also, das wird alles noch recht kompliziert. Kann ich euch später mal erklären. Momentan bin ich noch nicht dazu gekommen, das Programm weiter aufzubauen. Es hat ein bisschen Anfangscode drin, aber noch nicht sehr viel. Ihr könnt es, wie gesagt, anschauen, ganz normal auf der Webseite, die unten auch verknüpft ist. Im Infos zum Spiel. themiscaver.com/mc. Weil wir gerade Minecraft spielen. So. Kommt ihr auf die ganze Seite, wo ihr Modliste findet, das Modpack, die Map. Die Map ist zwar im Modpack schon enthalten, aber es kann ja sein, dass ihr, weil ich packe da immer nur die aktuelle Map mit rein, weil ihr müsst ja nicht immer tausende Megabyte runterladen. Deshalb kriegt ihr die einzelnen und die alten Modpacks und das und dies und jenes. Technik-Launcher kann ich ja nur das aktuelle machen, ohne Solder-Server. Ja. Ihr seht ihr wieder, der Typ labert nur Haufen Dinge, die ich nicht verstehe, dann, ja. Schaut einfach vorbei, siehst eh, was du siehst. Ah, lustig, oder? Gut, wir kommen gerade nicht voran. Doch, wir haben Angel Ring gebaut, wir haben das gebaut und wir haben dies gebaut. Und wie gesagt, ich würde ja gerne mit Plot Magic anfangen. Ich würde wirklich gerne mit Plot Magic anfangen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir das jetzt schon machen könnten. Ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt mit Plot Magic alles durchmachen. Ich würde nur sagen, dass unser ME-System wieder voll ist. Das ist leider die harte Wahrheit. Das regt mich auf. Ja, im ME-System müssen wir auch mal angehen. Aber eins nach dem anderen halt. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt halt schon mit Plot Magic anfangen wollen. Ich würde sagen, wir können hier anfangen. Und tun das dann später irgendwann weitermachen. Ich weiß auch nicht, wo wir den Altar hinbauen. Wir haben ja quasi, also vielleicht Blood Magic. Mal kurz erklärt, Blood Magic handelt sich hauptsächlich um Blut. Da gibt es so einen Blutaltar mit verschiedenen Stufen, der sieht auch wunderschön aus. Muss ich mir nur noch kurz informieren, wie der am Ende final aussieht, damit wir das Ganze planen können, wie hoch der Ganze wird. Und das Ganze hat, wie gesagt, auch ganz wichtig. Also braucht, wie gesagt, Blut und deshalb habe ich gerade eben die Cruise-Flätze vorher auch geholt, weil vorher könnte man ja nicht anfangen, doch wir könnten Mob-Spawner bauen und das geht nur in den Gern Skies und ich, also in Sky-Würden, sag ich mal so, weil sonst spawnen die Mobs ja nicht alle da, wirklich da im Dunkeln, um wirklich gezielte, denn wir brauchen gezielte Ergebnisse, denn wir brauchen viel Blut und Blut kriegen wir halt von den Monstern. Unter anderem nur brauchen wir auch erst eine gewisse Stufe des Altars. Also wir brauchen nicht am Anfang direkt den Mob-Spawner. Deshalb ist es eigentlich eine sehr schöne Sache. Nur müsste ich mich, wie gesagt, kurz informieren erstmal noch, wie hoch das Ganze wird. Und dann würde ich sagen, fangen wir das gleich mal an. Nur, ja. Können wir ja erstmal hier noch, ich werde kurz ein paar Festplatten mal mich informieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will euch nicht mit dieser langweiligen Ding hier Zeit verschwenden, eure wertvolle Zeit und deshalb bis gleich. Ja, wir sehen uns vielleicht doch noch nicht da wieder, wo ihr dachtet. Ich habe mir jetzt entschieden, dass wir doch mal eine 4K-Storage-Zelle machen, weil da ist ja alles hier voll. Deshalb
brauchen wir halt Kinder. Und das wollte ich euch mal zeigen, wie schnell das hier geht. Na, ja, nice, oder? Ja. Aber wie gesagt, ihr könnt die Kinder einfach hier reinlegen in den Bottich. Und hier rechts könnt ihr auch noch Accelerator-Cards wahrscheinlich rein tun. Dann geht das Ganze noch schneller. Seht natürlich dort oben, AE-Verbrauch ist recht hoch. Können wir eigentlich auch mal ausschalten. Reaktor wieder. Und das wächst recht schnell, wie ihr ja seht. Ist ja gleich fertig. Das ist alles recht coole De Sache. Hier kann man nicht meckern. Und ja, wie gesagt, das ist halt ein Produkt. Wieder schon fertig. So schnell geht das halt. Und wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe, wie gesagt, hier unten noch zwei Festplatten gemacht. Eine 4er und eine 1er. Und dann wollen wir jetzt auch mal einen Blot-Altar bauen. Was ich übrigens auch noch gemacht habe, ist ein Tape-Measure. Vorbildlorkraft. Zeige ich euch gleich. Zeige ich euch gleich alles. Zeige ich euch gleich alles. Hier, 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 hier. Wir brauchen erstmal den normalen Blot-Altar. Also, aber nicht vom Blot-Arsenal, sondern von Blot-Magic. Blot-Altar. So, da oben. Das schaut ja komisch aus. Es soll uns erstmal egal sein. Wir brauchen auf jeden Fall da noch dieses Ding, um uns Schaden zu verfehlen. Irgend so ein Sitsche. Ja. Na gut, schauen wir uns gleich an. Ich muss gerade sagen, ich habe keinen Plan von Blood Magic wirklich. Nur deshalb möchte ich das Ganze ja ein bisschen mit euch herausfinden, ein bisschen mit euch lernen, mich ein bisschen informieren. Und jetzt denkt ihr euch, oh mein Gott, was baut ihr hier? Ja, ich weiß es selber nicht. Genau, aber ich weiß, dass ich da einen Weg haben will. Und hier drüben kommt dann genauso wieder eine Bande hin, da wir quasi einen Dreiblock großen Weg haben. So. Und in der Mitte dieses Weges soll dann das Ganze dort drüben sein. Und wir haben halt hier irgendwie die Hälfte und die andere Hälfte kommt dann hier drüben und es macht keinen Sinn, wie ihr schon seht. Wahrscheinlich wird das Ganze so mittig platzieren, dass wir am Ende in der Mitte den Weg haben und in der Mitte drauf zugehen können. Was auch noch ganz wichtig ist, der Plot-Altar hat verschiedene Tiers, verschiedene Stufen. Da kommen Blöcke immer außen weiter rum herum. Die Blöcke sind dann insgesamt auf einem Feld von 23 mal 23 Blöcke. Das können wir mit den Tape-Measures, können wir jetzt hier sehen. Von da, also rechtlich sind 11 Blöcke. Und von da bis da hinten sind es dann die 23. Hier 11, da drüben 11, so da. Dann sind es jetzt von da bis da müssten es 12 sein. Und da haben wir hier quasi die Mitte. Und ihr braucht quasi unten drunter, braucht ihr 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf der 6. Etage, also da in der Mitte, sitzt dann quasi der Block. Und vorhin habe ich quasi ganz normal hier gebaut, mit dem Stab, diese Fläche hier, und da habe ich ein Achievement gekriegt. The perfect size, built in 9x9 house made out of copper, the perfect size according to die with 20. Ich verstehe zwar vieles, aber nicht, man kann hier drin scrollen. Ist mir gerade eben erst. War es schon immer so, dass man hier drin scrollen konnte? Das ist mir gerade neu. So, jetzt können wir uns nämlich hier sehen. Wie ihr seht, haben wir hiervon nichts gemacht. Also bei Mathekraft. Also ich schätze mal, das ist irgendein Achievement von Forge. Ja, es wird ein Achievement irgendwie von Forge sein. Bin ich der Meinung, also dass Forge das hinzugefügt hat und halt ohne Achievement-Reiter. Denn Forge ist ja der Hauptdings. Ich weiß nicht. Direwolf hat, glaube ich, keine eigene Mods. Keine Ahnung, wer das sonst machen sollte. Ich glaube eher an Forge. So, auf jeden Fall platzieren wir mal hier oben in der Mitte den Blot-Altar. Ja, da ist aber dann Blot-Altar. Ja. Und unser Ziel wird es jetzt erstmal sein, natürlich den dann auf Tier 2 zu bringen. Denn der ist momentan Tier 0. Tier 0 ist das. Und dazu brauchen wir Blot-Runen. Dazu brauchen wir diesen Blank-Statte. Dazu brauchen wir auch Blank-Statte. Okay. Stein mit Lebenspunkte, 1000 Stück da rein. So, Lebenspunkte kriegen wir jetzt. Wie? Wie? Wie kriegen wir jetzt Blut? Moment. Ja, Moment. Wie kriegen wir jetzt Lebensroten?
Also Arcana. Plot Orb. Plot Orb. Orb. Weg. Brauchen wir auch. Brauchen überall. Also die Orbs sind ja nur, um Blut zu speichern. Okay, ich schaue jetzt einfach mal nach. Ich kann es ja anders nicht machen. Bis gleich. Okay, ich habe herausgefunden, wie wir uns verletzen können. Psychiatrie? Fragezeichen. Nein. Sakrifate. Sakri. Fitet. Orb? Gibt es gar nicht. Bin ich gerade dämlich. Sacrii. Fitial. Kneif, Glas, Dings. Okay. Kneif. Also, was replaced by the sacrifice or by default some concept of saving. Keine Ahnung. Ich mag keinen Spaß. Jetzt haben sie irgendwie ersetzt den Sacrifice Orb und Sacrifice Kneif, aber keine Ahnung. Da gibt es auch irgendwie eine Config-Einstellung, dass man keinen Spaß mag. Also wir ritzen uns quasi. Ja. Da gibt es auch noch Glas. Don't play with this. Okay. Just a break of finger with something. Aber das klingt so. Alter, your first break. Break. Alter. Ritzen. Ja, aber das hat doch auch kein Achievement-Reiter. Doch, Blood Magic, your first break, Kraft is sacrificed, Knife Orb. Wir haben sogar einen Blood Magic-Reiter, also. Meine Güte. Pick up a weak Blood Orb. Das ist auch so irgendwie unser Ziel. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, Stein. Schauen wir mal Stein her. Alter. Langsam, es wird, wie soll ich sagen? Psychiatrie-ich. So, jetzt stelle ich mich hier hin. Alter. Wir haben uns gerade geritzt. Alter Schwede. Das ist unnormal. Schau mal, wir haben jetzt hier unser Blank State. Infused Stone inside of a plot. Alter. Alter Schwede. Also wir haben Achievement Buch. Ja, Buch wäre mir besser. Aber so passt das auch schon. Pick up a weak Blood Orb. Einen weak Blood Orb. Diamant. Tier 1. Diamant braucht 2000. Und das braucht 1000. Das heißt, wir müssen uns hier noch ein bisschen ritzen. Verschwindet da das Blut drin? Hä? Ja, nein, haut das ab. Ja, das Problem ist halt jetzt, kriegen wir jetzt schnell wieder volles Herzvolumen. Ich meine, wir müssen uns ja weiter ritzen. Boy. Wir müssen uns ja weiter ritzen. Ritzratze. Nenne ich wahrscheinlich die Folge. Oh, irgendwas so nah. Das ist auf jeden Fall ökonomisch. Wir müssen uns ja weiter ritzen. Regeneration. Ja, was könnte man da nehmen? Ich glaube, wir nehmen einfach eine Pille. So, jetzt denkt ihr euch, Pille? Ender-Ohr oder wie heißt denn der Mod hier? Haben wir doch hier. Da gibt es ja so Heal-Kapsel. Heal-Kapsel, Heal-Kapsel. Sehr gut. Plastik. Plastik-Top. Plastik-Bottom. Ach so. Und dann hier brauchen wir noch goldene Karotten. Wir haben keine Karotten. Wir haben keine Karotten. Es ist ein Grau, habe ich das schon mal gesagt. Wir haben einfach keine Karotten.
Ritze, Ratze, Ritze, Ratze, Ritz, Ratz, Rotz. Karotten. Carrots, Carrots. Nichts ist fertig. Doch da. Ist egal, ich muss nach Hause. Können wir uns auch mal irgendwann einen Wegpunkt mal erstellen dort. So, 2 Golden Carrots. Ein Saga. Und dann sollten wir Hai-Hai-Kapseln bekommen. Zucker. Zucker, Zucker. Süße Farbstoffe. Ich brauche Energie. Ritze, Ratze, Ritze. Boah, Ritze, Ratze, Ritze, Ratze, Ritze. Der Ratz, 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 Ratz. Wie so ein Psychopath, ey. Gleich einliefern. Denke ich ja schon so immer oft darüber nach. Na, nicht aber. Es ist schon immer ein bisschen merkwürdig, wenn man so sagt. Wenn man so mit diesen... Kneif, alter Schwede. I don't like fun. Da gibt's so eine Config-Option. Aber wir mögen ja diesen Spaß und... Also, es ist ganz schön Horror. Bleibt sogar drin. So, schmeißen wir uns eine Heal-Kapsel ein und die hält uns. Gibt uns auch Regeneration 2. Wie gesagt, ich habe da meine Medikamente. Alter. Alter. Gab's glaube ich auch noch irgendwas, damit wir das hier oben ansehen können, wie viel Blut da drin ist. Achso, nee, da gibt's ein Tool dafür. Das können wir uns später irgendwann craften. Gibt's so ein gewisse gewisse Dings. Ich weiß nicht, ob das hier unser Blood Orb. Nee, das ist eine gewisse Rune. Kriegen wir auf jeden Fall daraus. Sigil of Division Sigil ist es. Genau, das ist Division Sigil. Während die hier schon mal wässert. Division Sigil. Ich bin gerade so dämlich, das zu schreiben. Immer mal ein bisschen schauen. Division, also mit V. So, Sitsche. Oh, das seht ihr, da brauchen wir Blood Orb. Okay, wir machen gerade einen Weak Blood Orb. Davon brauchen wir auch ein paar. Aua. Aua. Also, damit können wir uns, wie gesagt, auch schaden. Aber wir haben jetzt. Pick up a Weak Blood Orb. Okay, so, jetzt haben wir das. Blood Magic. Achievement, wir bringen uns immer. Create a Blood Letters Pack. Make a couple of blank runes. Invite Water. So, das ist halt hier der nächste Weg, um dann auf Tier 2 zu kommen. Braucht man hier nicht hier drumherum 8 solche Blöcke. Aber wir brauchen einen zweiten Diamant, um unseren zweiten Weg-Plot aufzuziehen. Der ist jetzt auch auf mich geohnt. Also. Wenn jetzt jemand anderes Dings macht, tut der mir meinen persönlichen Blutspeicher, denn das Ding kann Blut speichern. Das Blut zugute schreiben. Boah. Es klingt echt nicht schön. Es klingt gar nicht schön. Gar nicht schön. Gerne Geritze. So, wir haben gesagt, wir brauchen eine Division. Divisionssegale. So, ach so, da bleibt unser Blood Orb sogar da. Ist ja schön. Jetzt haben wir nämlich ein Division Sigil. Und jetzt seht ihr links. Links seht ihr das. Sollt ihr eure Augen ja sehen. Seht ihr was? Und da seht ihr Korinze Essenz. Ich habe momentan auf meinem Sigil 400 Lebenspunkte gespeichert. Und dieses Ding hat momentan 2700 Lebenspunkte gespeichert. Korn aktuell ist Tier 2 und kann somit maximal, Tier 1, kann somit maximal 10.000 speichern. So, und jetzt, da ich dieses Division Sigil, da ich dieses Divination Sigil habe, sichere auch das dort oben, wie viel aktuelle Lebenspunkte da drin stecken. So, jetzt kann ich mich hier ritzen. Dann 300.000, 400.000, 500. Boah, das war Spaß!
Ritze, Ratze, Ritze, Ratze. So, ich würde sagen, euch hat dieser kleine Einfallschlag erstmal Einblick in dieses Ganze hier gefallen. Ich habe ja gesagt, wir brauchen 8 dieser Blöcke, ich weiß gar nicht, wie die Blöcke heißen. Plot Slate, wie heißt denn das? Wir können auch mal kurz nachschauen, was man alles aus dem Black State machen kann, nämlich alles. Ja, alles. Wir brauchen nämlich den Black Bloodstone. Und zwar genau 8 Stück davon. Das heißt 8 mal 9 gleich 71? Nee, 72. Genau, 72. Das seht ihr, also da braucht man eine ganze Menge davon. Und ich würde sagen, das werde ich erstmal machen offline. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, denn wir haben schon wieder eine halbe Stunde zusammen. Und wir sehen, und ich werde das hier draußen noch ein bisschen schön bauen, alles wunderschön machen. Und dann werdet ihr genauso euren Spaß haben. Nächste Folge wieder mit Ritze, Ratze. Wo es dann weitergeht. Mit Tier 2. Und keine Ahnung, was wir dann machen. Das werden wir dann auf jeden Fall alles sehen. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ich habe euch unterhalten können. Über ein Abo würde ich mich natürlich gerne freuen. Like oder Kommentar ist auch immer nett, wenn man mal was zum Lesen kriegt. Genau. Und auf jeden Fall sehen wir uns dann nächste Folge hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss.